So, Sonntag in Harrachov, zweiter Wettkampftag, Skifliegen, 9. Januar 2011. Es war ein gewaltiges Spektakel gestern. Skifliegen vom Allerfeinsten, 213 Meter Flug von Martin Koch, präzise an den Schanzenrekord ran, besser kann es nicht laufen. Das lässt sich natürlich nicht planen, das passiert. Die Bedingungen waren alles andere als einfach. Dennoch ein wirklich großartiges Fliegen. Mit den richtigen Leuten auf dem Podest, gar keine Frage. Koch, Morgenstern, Mauisch. Alles Flieger vor dem Herrn. Heute der zweite Tag. Hoffentlich von gleicher Güte. Von gleichem sportlichen Wert wie gestern. Wir gehen davon aus, dass es funktioniert. Es ist ein bisschen windig hier, aber das war es gestern ja auch. Von daher machen wir uns da nicht allzu viel Sorgen. Und wir sind auch noch gut 4 Stunden hin bis zum Start. Um 14 Uhr geht's los hier. Und wir sind sehr gespannt, ob wir Ähnliches erleben wie gestern.